So, und als nächstes gehen wir in die On-Tick-Funktion. Da werden wir jetzt Tick für Tick abfragen, haben wir eine neue Kerze oder haben wir noch die alte Kerze? Und das geht ganz einfach. Ja. Habe hier gerade einen neuen Abschnitt eingefügt, einfach mit Schrägstrich, Schrägstrich als Kommentarzeile. Jetzt definieren wir zuerst eine boolesche Variable, die wir dann nennen new bar, also neuer bar, neue Kerze. Ist gleich false. Die stellen wir einfach mal auf false, also auf falsch, auf unwahr, als Standardwert. Und wenn jetzt der Timestamp der aktuellen Kerze ungleich dem Wert ist, der in der Variable current Timestamp vorgehalten wird, dann setzen wir new bar auf false. Das ist also einen Tick lang. Und damit es wirklich auch nur einen Tick lang diese new bar Variable auf true steht, müssen wir die current Timestamp Variable auf den aktuellen Wert dann zurücksetzen, auf den aktuellen Zeitstempel der aktuellen Kerze. Ich kompiliere zwischendrin mal, um zu sehen, habe ich auch alles richtig gemacht, zumindest syntaxmäßig, damit wir später nicht das Ganze ellenlang durchforsten müssen, um Fehler eventuell zu finden. Hier keinerlei Fehler, das ist gut. Gehen wir weiter.